Die Kleinen sind super von allen Affen aufgenommen worden, wurden teilweise auch von denen herumgetragen. Die Eltern sind hier so ein bisschen die Anführer im Haus, haben natürlich ein bisschen mehr Stress produziert, seitdem die Jungtiere da sind. Aber im Groben und Ganzen, bis auf wenn es mal Prügeleien ums Futter geht, geht es den Tieren insgesamt sehr, sehr gut. Und die fühlen sich auch wohl, wachsen und gedeihen auch. Also die goldgelben Löwenäffchen sind relativ viel wert, besonders natürlich auch auf dem Schwarzmarkt aufgrund ihres Fellkleides, weil es halt ein besonderes Fellkleid ist aufgrund der Färbung. Und dementsprechend werden die natürlich auch viel gehandelt.